Zum allerersten Mal steht Luca Toni unter Louis van Gaal im Kader des FC Bayern München. Anfangen durfte er im Pokal gegen den Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen noch nicht. Zunächst saß der Italiener auf der Bank. Die Bayern zunächst taten sie sich schwer gegen den Zweitligisten. Dann Philipp Lahm, 32. 1-0 Bayern, Eigentor Daniel Embers. Oberhausen hielt lange gut mit, aber sie kassierten vor der Pause zwei unglückliche Gegentreffer. Warum? Weil das hier dann 4 Minuten vor der Pause passierte. Lahm-Tunnel, Pearson, Gomez staubt ab. Trotzdem anständige Leistung des Teams von Jürgen Luginger. Doch in Durchgang 2 komplett chancenlos. Die Bayern entwickelten Spielfreude. Ribéry, Van Beuten, der trifft im Moment, wie er will, der Belgier. 3-0, 67. Minute. Oberhausen nunmehr chancenlos. Inzwischen Luca Toni im Spiel. Da haben wir den Italiener mit diesem Traumzuspiel für den ebenfalls eingewechselten Thomas Müller. 4-0, 70. Minute, Spiel längst entschieden. Die Bayern seit 21 Heimspielen im Pokal ungeschlagen und das sollte auch so bleiben. Daniel van Beuten mit dem Schlusspunkt in der 86. Minute, 5-0. Hinten raus war sehr standesgemäß gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der deutsche Rekordpokalsieger steht hochverdient im Achtelfinale des DFB-Pokals.